Hey und willkommen zur FPT-Halbfinalanalyse zwischen ACTA und Justice. Wir beginnen mit der Justice-Hinrunde gegen die ACTA-Rückrunde. Und zwar hat Justice eine 4-Minuten-Runde gedroppt und naja, aber dazu kommen wir gleich. Zuerst einmal die Videos. Justice kommt mit einem schlechteren Video als in seinen vorherigen Runden. Die Kameraqualität hat irgendwie auch extrem nachgelassen, aber das Schlimmste ist wohl der Dark Assassin Cut. Absolut low geschnitten, die Farben sehen absolut beschissen aus und von dem Bildrauschen werde ich einfach behindert. Das Beste daran ist wahrscheinlich der Anfang, wo Justice einfach seinen eigenen Namen weggerannt hat. Good job, Dark Assassin. Also zusammenfassend echt kein gutes Video, was man sich gerne anschaut. Auch die Idee mit Ektas Ermordung mit der Axt und dem Kunstblut ist irgendwie echt nicht passend und kacke umgesetzt worden. ACTA kontert bereits mit seinem viel besseren Multi-Video, indem er die Justice-Video-Idee ironisch durch das Kunstblut in dem Fall mit Ketchup kopiert und durch sein Video verarscht er Justice halt umso mehr. Locations und das allgemeine Video sehen wie von Malte gewohnt echt gut aus, auch wenn ich finde, dass es nicht das stärkste Multi-Video ist. Ich gebe trotzdem ein 10-20 an ACTA, weil der Qualitätsunterschied der Videos einfach viel zu hoch ist. Kommen wir zu den Punchlines. Und wie eben gesagt, hat Justice eine fucking 4-Minuten-Runde gedroppt, ohne wirklich gute Punchlines. Und ich verstehe es nicht, weil er vorher eigentlich auch gut war. Vielleicht hat er keine Zeit, keine Lust. Keine Ahnung, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Text. Pando killed the beat. Nun war der Erste und ist früh ins Grab gegangen. Young ging dann der Zweite, vollendet dann im Kabelschrank. ACTA wird der Dritte sein, reicht es gar nicht ein. Lass die Leute verschwinden wie Ted Bundy. Nach unserem Date siehst du nur noch halb, wie ich dich durch den Schlamm zieh. Das Intro geht komplett ins Leere, aber es sollte eher so ein Epic-Intro sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber naja, keine Punches und keine Punkte. Sie fragen, was ich hier wieder fabriziere. ACTAs Körperteile, ich eben mal kurz im Wald durch vier. Die Bonuspunkte für dich hab ich ausradiert. Deine Bonuskarte läuft heute ab und ist jetzt blöd verschmiert. Ey, du ACTA, du unsympathischer Spaß. Du bist ja unproblematischer als gedacht. Ey, du ACTA, es hat noch niemand gelacht. Reicht doch einfach nicht ein, wir schon abgemacht. Die Hook wird hier gleich nochmal separat bepunktet, aber textlich ist da wieder absolut nichts dabei. Trifft ACTA null, I mean ACTA ist alles, aber nicht unsympathisch. I mean Hooks müssen nicht punchen, aber ein Hooktext soll auch nicht komplett behindert sein. Du hast keine Lust gegen mich zu betteln, kann ich voll verstehen. Bevor du einreißt, werde ich dir den Hals umdrehen, dich in die Sammlung nehmen, denn keiner will deine scheiß Gattung sehen. Pops in deine Mom, dass sie dich pfeift, da unten rausgepresst hat. Und jetzt spielst du in deiner Wohnung mit Dyer und hast die Außenwelt satt. Du und der PR spielen nachts allein im Wald und seid gut dabei mit der Videodreharbeit, Mann. Weißt doch, dass jeder Streifen so beginnt, sich zu trennen, ist die schlau, wenn zu zwei Personen sind. Hier haben wir das erste Mal Gegnerbezug, aber das auch nur, weil Malte erwähnt wurde. What the fuck, und die Line ist halt nicht mal gut. Während dieser MP8 gefressen wird von zwei Schatten, werde ich dich jagen, hörst hinter dir ein leises Lachen. Egal wie schnell dein Beat ist, ich hol dich ein wie Michael Myers. Egal, an was du das hier misst, du wirst es verlieren, auch wenn du dich weigerst. Also spätestens hier merkt man, dass Justice jetzt so einen auf Horror macht und ACTA zerfleischen will. Okay, aber wo ist der Punch? Man schaue sich Raptor und Seuchenspecht an, bei denen funktioniert es so viel besser. Wenn man es ihm abkauft, durch die Beats, durch die Stimme, durchs Image, durchs Video und alles andere. Und die Lines viel besser verpackt sind bei denen. Also hier passt es gar nicht und man kauft es ihm überhaupt nicht ab. Die Lines sind schlecht verpackt und haben keinen Gegnerbezug. ACTA schiebt Filme wie Spectre, mit denen zopfst du der aus wie Carmen Electra. Doch der Unterschied zwischen euch beiden ist, auf dein Gesicht liegt krankhaften Sperma. So, und hier habe ich keine Ahnung, was er für einen Film meint. Und ich weiß nicht, wo der Zusammenhang zwischen dem Film und Carmen Electra ist. Vielleicht meinte James Bond und hat das ER anstatt RE geschrieben. Aber da spielt sie nicht mit und ich habe keine Ahnung, was er mit dieser Line sagen will. Dass ACTA einen Zopf hat, ist wohl der einzige Zusammenhang, aber die meisten Frauen tragen halt einen Zopf, also gehe ich davon aus, dass er einen Reim für seine extrem schwache Line gebraucht hat. Also bis jetzt ist halt nichts Brauchbares dabei. Gar nichts. Und ja, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Dann folgt nochmal die Hook und es gibt tatsächlich einen zweiten Part. Mit deinen lustigen Intros warst du damals schon der Klassenclown. Sprintest nach der Schule, übernachten Sound, damit sie dich ja nicht verhauen. Kenne keine, der sagen würde, ACTA ist sympathisch, aber pragmatisch gesehen ist sein Leben nur quadratisch. So, und hier haben wir die erste Line, die minimal sitzt. Minimal mit Gönnung meinerseits, aber die danach ist wieder komplett random. Ich glaube, er versucht das ironisch rüberzubringen, dass ACTA angeblich unsympathisch ist, aber das kommt null rüber, weil er mit einer fucking Axt durch den Wald rennt und ACTA töten will, verdammte Scheiße. Ja.
der zweite Part wurde auch nicht besser. Null Gegnerbezug und einfach random Gelaber von ich bringe Ekta um. Toll. Ist nicht mal schlecht getextet, aber es hat einen Null Gegnerbezug und ich kauf's ihm einfach nicht ab. Ihm. Mit seinem nassen Arsch. Auch hier ist nichts dabei, wo Ekta sich gedacht haben muss, fuck, Alter, hat er mich gefickt gerade. Er sagt zwar Diversity und Ekta und dadurch merkt man, dass die Runde halt gegen Ekta ist, aber die Lines sind halt komplett random. Also haben wir hier eine 4-Minuten-Runde ohne einen einzigen Punch. Und jetzt schauen wir uns an, wie Ekta das gekontert hat. Wenn man dich wieder fragt, was du per der fabrizierst, würde ich das auf keinen Fall in irgendeiner Hinsicht mit dem fucking Kompliment assoziieren. Digga, du bist wack as fuck, halt deine Fresse, Spaß, den Sieg im Battle kannst du hier vergessen. Mann, was du rappst ist schwach und wie du rappst ist schwach, aber das Level passt und danke Sessing Cuts. So, wir beginnen mit der Hook und die Hook ist sehr stark gerappt und macht direkt zum Anfang richtig Bock auf die Runde. Sogar eine nice Line bezogen auf den Darky Cut. Komm, kommst als Underdog in das Battle und hältst es fürs Klügste nur Dreck zu rappen. Du scheiterst sogar schon dran, einen Beat zu picken, der dich nicht gleich von vorne rein selbst beendet. Du bist zu dem zerrichten Double-Time-Beat, doch verstammelst so viel, man kann kaum verstehen, was du redest, was du machst, gib mir das Gefühl, du hast dich vor den HRs schon aufgegeben. Super starker Einstieg in den Part, schießt sehr gut verpackt gegen den Beatpick von Justice, trifft deshalb gut, weil ich mich genau das gefragt habe. Justice war auf seinen vorherigen Beats viel sicherer als auf dem, den er jetzt gepickt hat. Aber naja, muss er selbst wissen, Ekta hat den Beat auf jeden Fall gekillt. Das Killer, doch dein Acting ist für Arsch, du blöder Haufen. Ich komm zu dir heim und prügel diesen Saftkohlen weg. Dein Psycho-Image hab ich dir erst angefangen abzukaufen, als du dich auf den modrigen Waldboden setzt. Alter, wie ekelhaft kaum einen sein, Gott verdammt, hat man dir nicht erklärt, dass man das nicht macht. Du bist ein peinlicher Penner mit nassem Arsch und der Videopräsenz von einem Double Glass. Übel geile Lines gegen das Psycho-Image von Justice. Ich glaube, niemand hat ihm das actually abgekauft. Und dann bringt Ekta noch eine geile Line gegen den nassen Arsch. Und dass er ihm das Psycho-Image jetzt doch abkauft, halt ironisch, ne? Und dann ziehst du die Scheiße ganz episch auf, also versuchst es zumindest. Doch scheiterst du räudig, wen willst du denn einschüchtern? Schaust du mal nicht auf den Boden, Körper glauben, du fängst gleich an zu heulen. Justice, was du machst, ist nichts als Wack. Du machst dich zum Affen im Internet. Alter, laber mich nicht voll, ey, fick dich jetzt. Bei dir ist jeder Performance-Clip indirekt. Auch hier wieder geile Punches gegen das Video von Justice. Und was du eigentlich sagst, hat keine Substanz, passt null zu dem Video und frontete kein zwischen Leichen der Axt und im Haufen Blut ist deine beste Line, dass mein Humor nicht so deins ist, verzapf ruhig deinen Quatsch. Los. Mich findet man lustig oder halt nicht. Ich lach mich bei jeder deine Runde in den Kreislauf-Kollaps, aber glaub nicht das, was ich dafür des Spaßes, bitch. Man sieht hier, es braucht einen Part, um die komplette 4-Minuten-Runde von Justice komplett zu zerstören. Ekta macht sich so gut über genau das lustig, was mich an der Justice-Runde gestört hat. Rückrundenbonus voll und ganz ausgenutzt, mein Sohn. Good job. Bei der Bepunktung berücksichtige ich natürlich über den Qualitätsunterschied der beiden Texte und da Justice überhaupt nicht abgeliefert hat und Ekta schon, gibt es für ihn die vollen 30 Punchline-Punkte, weil, na, der Qualitätsunterschied der beiden Texte halt extrem hoch war. Und Justice bekommt einen Punkt, weil man dadurch, dass er mal Diversity und Ekta gesagt hat, tatsächlich wusste, gegen wen die Runde ist. Es steht nach dem Text also 11 zu 50 für Ekta und der Boy hat bis jetzt tatsächlich die maximale Punktzahl, die man haben kann, liegt vielleicht auch etwas daran, dass seine Runde im Direktvergleich so viel stärker ist. Flow. Justice float auf dem Beat schwächer als in den Runden davor, jedoch finde ich den Flow bei weitem nicht schlecht. Im Vergleich zum Flow-stärksten Turnier, also Ekta, sieht das natürlich trotzdem eher nicht so gut für ihn aus. Ekta kommt auf den Beat, den Justice ihm geschenkt hat, halt super geil. Ich gebe einen 9 zu 15 an Ekta. Also haben wir jetzt einen 20 zu 65 für Ekta und damit hat er immer noch die maximale Punktzahl. Technik. Justice Technik ist sehr gut, viele mehrsilbige Reime sowie Reimketten sind in den teils zweisilbigen Reimen zu finden. Allerdings muss man im Hinterkopf behalten, dass der Text echt nicht gut ist und der Großteil probably gezweckt ist. Ektas Reime sind halt viel konstanter als die von Justice und der Text ergibt Sinn. Ich glaube, kein Mensch muss darüber diskutieren, dass Ekta sich auch diese Kategorie holt. 7 zu 13 für Ekta. Hook. Justice Hook ist textlich natürlich trash, aber vom Sound bleibt sie bei mir irgendwie hängen. Vor allem dieses Ayo Ekta ist halt einfach nur ein Banger, da sind wir uns glaube ich alle einig. Die Hook von Ekta ist sehr stark und passt einfach nur perfekt auf den Beat. Einfach nur ein Banger und textlich ist sie auch besser und die Darky Line hat's auch gerissen. Klingt insgesamt viel besser abgemischt. Ich gebe ein 4 zu 8 an Ekta und damit steht es jetzt 31 zu 86. Bonuspunkte. Justice bekommt einen Punkt dafür, dass er seinen Arsch für das Video geopfert hat. Der Dark Assassin Cut bekommt von mir 69.420 Bonuspunkte und damit steht Justice im FPT-Finale. Herzlich Glückwunsch. Ne, Spaß. Actually kurz überlegt, dafür Punkte abzuziehen, aber ich will mal nicht so sein. Ekta bekommt 4 Bonuspunkte für die krasse Video, die er mit dem Kunstblut-Ketchup und wie er das halt ironisch aufgesetzt hat. Ekta Humor at its best halt. Außerdem 2 Bonuspunkte, weil es meine bisherige Lieblings-FBT-Runde von Ekta ist.
und nochmal 2, weil er den Beat von Justice absolut gekillt hat. Damit steht es nach der Justice-Hinrunde gegen die Ekta-Rückrunde 32-94 für Ekta. So, kommen wir nun zu der Ekta-Hinrunde gegen die Justice-Rückrunde. Die Videos. Das Video von Ekta ist natürlich qualitativ echt nicht so super, aber das Intro hat mich komplett gekillt. Der Videoschnitt ist dafür, dass es Last Minute ist, echt noch okay geworden. Also wir haben hier ein mehr Unterhaltung als Qualitätsvideo. Ich hoffe, die Wurst hat geschmeckt, Ekta. Das Video von Justice ist halt auch nicht wirklich besser. Denke mal, das Ganze soll sich an einem Hinrundenvideo von Ekta orientieren, aber naja. Highlight waren auf jeden Fall die Dark Assassin-Teile. Insgesamt carried Darky hier ein 12-13 für Justice. Kommen wir nun zum Text und wir beginnen mit Ekta. Ich bin ein Ekta-Beat für so ein ultra-wackes Phrasengedresche. Doch immerhin kriegst du exklusiv von mir paar auf die Fresse. Du kleiner Nichtsager, der Wichser, geh dich ficken und vergiss mal deine Rückrunde zu schreiben. Das fänd ich echt super sick, mach mich sauer, du lamer Spaß, Justice League. Schlag mit Besen auf Rüben, nein, bis auf Justice League. Fick deine Reime und Vergleiche, die sind ganz schön weak. Damit auch du's verstehst, Ekta ist nicht in Justice League. Hier haben wir das absolute Highlight der Runde. Technisch und inhaltlich halt übel strong. Ich bin dein Endgegner wie Blickkontakt mit Kameras. Zieh dir noch ne Maske auf, wie geile Image, weil du Lander. Dein Gammelarsch in im Halbfinale, find ich ganz schön schade. Doch peinlicher als die Maskerade ist halt dein verkackter Name, was Justiz. Du bist ein lächerlicher Hund, so extrem viel hirnverbrannte Wackness ist doch nicht gesund. Du kannst die Exekutive sein mit Uniform und dem Panzerwagen. Doch entscheidest dich für den Rentner mit dem Gewand, du Spaten. Wer hat dich denn bitte verarscht? Ich nenn dich peinlich und das reicht, also fick dich, jetzt sind dich mal. Und wieder kommst du Penner an mit so 440 Pass. Doch bist du hier, weil sich freiwillig halt niemand mit dir befasst. Jetzt geh! Die Hinrunde von Ekta ist textlich nicht so stark wie seine Rückrunde, jedoch gibt es einige Highlight-Lines und gegen einen Gegner wie Justice ist echt eine solide Leistung. Das mit den 420 Parts trifft nochmal umso mehr aufgrund der Hinrunde von Justice. Aber ja, kommen wir nun zur Rückrunde von Justice. Sitz auf meine Gammelasche, schreibe Retterbar. Sekte wird es wild gefickt wie nachts auf einer Klassenfahrt. Von mir aus halte ich mit der Chemis Blickkontakt, da du dich dann verlieben wirst. Mach dich kurz für splitternackt. Schwacher Einstieg, keine Ahnung, was Ekta mit einer Klassenfahrt zu tun hat, aber zumindest ist der Hinrundenbezug schon mal da. Willkommen dann exklusiv, doch nicht explosiv, die Runde zu kurz, du Chance gegen diesen Retter-Chief. Was du mit einem Besen machst, im Böden putzen, dafür sind die Keter-Kids geflogen, dicker, geh mal Kröten lutschen. Maske auf, Mantel an, guck, wie ich mein Image male, 0815 Mensch, bis heute keine Imagewahl. Justice League, das heißt Gerechtigkeit, und es Justice siegt, als ob Justice fliegt. Zum Glück ein schwacher Techno-Ekta-Beat, wird Zeit, dass man deinen Arsch zurück in die Küche schiebt. Dreck auf den Tisch, bist du behindert, oder Legastheniker, dass man nicht alkoholfrei entziffert hat? Ich habe den ganzen Part inhaltlich nicht verstanden, selbst nachdem ich ihn mir 40 Mal durchgelesen habe. Was textet sich der Typ da zusammen? Herzlich willkommen im Rentnerverein. Das Finale sollte festgelegt sein. Ekta bleibt lieber wieder zu Haus. Im Finale schicke ich dir nur Gruß raus. Schön mal einen Gegner zu haben. Doch ich dann nies nach Kuhfladen. Knall die Hook schnell mal so hin, weil ich das Battle hier doch eh gewinn. Die Hook ist vom Sound her ganz okay, textlich wieder weird. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas in der Ekta-Hinrunde verpasst habe, aber ich habe keine Ahnung, was Justice sich da zusammenkontert. Der Typ konnte doch im Viertel und Achtel auch texten. Was du schlechtest, ist was Getresche. In der Nahrungskette stehst du unter Bällen. Nimm das Brot für dich, lappen keine tausend Basse. Retter sie, deine Patsch nicht, bilden eines Grundschlags. Sorry, dass ich meine Runde nicht vergesse. Retter haben, dafür eine Liste, dass ich dich nicht versetze. Natürlich hatte ich meine Frist, dein Freund ist mein Name nicht toll. Aber sag doch mal, was ist mit deinem Schritt? Dafür Ehrlichkeit, hättest du treten oder doch? Lieber für Ekta, kein Troll, aufgehen. Sag mal, Jungchen, das kann doch echt kein Leben sein. Halt einfach deine Stunde, denn du hast Karrierestein. Und was soll ich mit der Uniform und Panzerwagen? Wenn ich sowas brauchst, ich steck damit den Katzerwagen. Normal lass ich meine Gegner treiben, dann muss ich graben. Das ist nicht nur von mir, sondern auch von Dackchen. Ich verstehe nicht, was er sich da zusammentextet. Von Wetten Kevin würde jeder zertreten. Was für Lambda, der wäre immerhin ein Gegner gewesen. Mit einem Einzug ins Finale wird's heute nix, da du schon von den YouTube-Kommentaren Albträume kriegst. Jedem ist dir klar, dass du auf die Fresse bekommst, Bitch. Doch immerhin schützt dich Raptor, ey, ich mein Chaotic. Justice League mit sowas wirst du nie abreißen, Bitch. Du bist nicht in Justice League, dass sie höher als deine ist. Du schaffst es niemals in die nächste Runde, holer Faggot. Bevor das passiert, kommt der Upload von meinem Bonus-Battle. Der Zwiebelsohn bringt im Battle hier die wackeren Phrasen. Labert, machst du peinlich doppelt vom Margin-Text nicht geschlagen. Alter, für diesen Deppen muss ich mich gar nicht anstrengen. Dank uns beiden wird das hier ein Battle der Geheimratshecken. Du gewinnst gegen Justice, Herr, träum weiter, denn für den Sieg fehlt in deinen Runden immer noch das Feuer. Der Darky-Part, der Darky-Part ist textlich viel besser als alles, was Justice sich da zusammengetextet hat. Ich würde mir Gedanken machen. Ich komme rein und schlag dich mit den Parts, die behindert. Ekta von einem Menschen zu einem alten Karamalz-Trinker. Ey, yo, Ektas Karriere wird durch das Keta-Feed beendet, denn der 3-Samples sind für den Ekta-Beat verschwendet. Man, die Judikative gibt die LPA auf die Fresse. Der Kfz-Mechaniker kommt nur mit Phrasengedresche. Doch auch mit Abi kann sich unter Mindestlohn vergraben. Bist nicht mehr Rapunzel, nur noch so ein Pechschwarzer Rabe. Was bin ja ein Feature wie ein hart getroffenes Kind beim Keta-Kids. Ich verpasse dir einen Nasenhaarenzwirbler. Dein Image wechselt, kommt die kleiner Bastard ja zugute. Doch was ist das neue Image? Popel mal mit Kapuze?
dafür sind wir geflogen. Mann, jetzt reiß dich mal zusammen. Du machst irgendwas, ja, genau so hört sich das auch an. Sind in den Eimer voller Kacke, haha, ganz schön fies. Bist du Joss Whedon? Piss dich mal aus Justice League. So, und hier haben wir das absolute Highlight der Runde. Starke Lines und vor allem die Line gegen Ektas Beat ist die Highlight-Line der gesamten Runde. I mean, wie kann es sein, dass die Features einer Runde die ganze Runde durchziehen müssen? Und dazu noch einen Darky-Feature. Egal, die Feature-Parts werden durch den Text von Justice trotzdem stark runtergezogen und deshalb gebe ich ein 21:5 an Ektar und damit steht es nun 33:18 nach den Punchline-Punkten. Flow. Ektas Flow muss ich glaube ich nicht mehr erklären. Super strong, keine Fehler, einfach perfekt. Liebe. Justice flowt hier noch schwächer als in seiner Hinrunde, deswegen gebe ich ein 15:7 an Ektar. Ektas Technik ist auch hier super stark, nur mehrsilbige Reime mit einer brutalen Justice League, ganz schön weak, Justice League Reimkette. Bei Justice ist es wieder das gleiche, eigentlich ist es gar nicht so schwach, jedoch ist der Text Müll und es ist halt alles gezweckt. Erinnert mich irgendwie an Elia gegen Ektas. Bei Technik verteile ich ein 15:6 an Ektar und damit steht es nun 63:31. Hook. Ektar hat keine Hook, weshalb ich nicht bepunkten kann. Ich muss die Hook-Punkte im Finale noch auf jeden Fall durch die Soundpunkte ersetzen. Das System war nicht gut durchdacht und obwohl Ektas Runde sich geil anhört, kann ich natürlich keine Hook-Punkte verteilen, wenn es keine Hook gibt. Wird wie gesagt geändert. Allein dadurch, dass Justice eine Hook hat und Ektar nicht, bekommt er schon mal 10 Hook-Punkte. Die Hook klingt aber trotzdem nur okay und ist textlich sowieso nicht gut. Also 0:10 für Justice und jetzt steht es 63:41 für Ektar. Bonuspunkte. Ektar bekommt 3 Punkte für die krasse Reimkette, 3 dafür, dass sie mich super doll unterhalten hat und sich trotzdem fett angehört hat. Und noch einen, weil dafür sind die Keta-Kids geflogen. Habe mehr erwartet von einer Halbfinal-Hinrunde. Justice bekommt jeweils 1 Punkt für die Feature-Parts, weil die Runde sonst nur Müll gewesen wäre. Also bei den Bonuspunkten insgesamt ein 7:2 für Ektar und das Endergebnis von der Ektar-Hinrunde gegen die Justice-Rückrunde ist 70:43 für Ektar. Damit haben wir ein Endergebnis von 82:37,5 für Ektar. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Justice für seine Teilnahme. Der Typ kann auf jeden Fall was, nur leider hat man das im Halbfinale nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob er einfach keine Zeit oder Lust hatte, aber was will man machen. Und Ektar steht damit verdient im Finale des Fire Battle Turnier 2. Herzlichen Glückwunsch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.